Wie sieht Ihr Garten aus? Werfen Sie einen Blick auf Ihr Grundstück und zeichnen Sie eine grobe Skizze seiner Form und der darin enthaltenen Elemente, wie zum Beispiel Wege und Zufahrten, Blumenbeete, das Haus, Bäume, Teiche oder Pools, falls vorhanden. Bei der Wahl des richtigen Mähroboters haben Sie bereits die ungefähre Gesamtfläche geschätzt, indem Sie die maximale Länge mit der maximalen Breite Ihres Grundstücks multipliziert haben. Die Berechnung ist abhängig von der Komplexität Ihres Gartens in Bezug auf darin enthaltene Hindernisse. Engstellen schmaler als 2 Meter oder Wege, die der Roboter nicht zufällig überqueren soll, erfordern die Aufteilung des Gartens in mehrere Arbeitsbereiche. Die Aufteilung des Gartens in mehrere Zonen verbessert die Mähleistung Ihres Roboters. Bestimmen Sie die Hauptfläche, in der die Ladestation platziert wird, und dann die Nebenflächen und ordnen ihnen Zahlen zu, beginnend mit 1. Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf die in Ihrem Garten vorhandenen Elemente werfen. Der Roboter erkennt Hindernisse, die höher als 10 cm sind. Er kollidiert sanft mit ihnen und ändert dann die Richtung, um seine Arbeit fortzusetzen. Mit dem Begrenzungsdraht müssen Sie alle Hindernisse umkreisen, die nicht eingezäunt sind, wie zum Beispiel Blumenbeete, niedriger sind als 10 cm, wie zum Beispiel Wege, die der Roboter nicht überqueren soll, oder den Boden durchbrechen, wie zum Beispiel hervortretende Baumwurzeln. Der Roboter schafft Steigungen von bis zu 45 Grad. Füllen Sie eventuelle Löcher und entfernen Sie Steine und sonstige Hindernisse.